Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir können natürlich wieder die Debatte um Wahlrecht mit 16 führen, aber das ist ja heute gar nicht das Thema, sondern hier geht es ja um die Absenkung des Wahlalters auf 7 und dann perspektivisch auch auf 0. Und ich glaube, da sind noch mal ganz andere Überlegungen, spielen da eine Rolle. Wir haben in der Tat das Problem, dass Stichtagsregelungen ungerecht sind. Das ist etwas, was man nicht auflösen kann. Aber man muss es nicht nur in die eine Richtung denken, in die Frage, was es mit den Pflichten oder mit den Rechten auf sich hat, sondern man muss es auch mal in die Gegenrichtung denken, was es mit den Pflichten und den Verantwortlichkeiten damit auf sich hat. Darüber redet man denn nicht. Es geht ja zum Beispiel um der Frage des Strafrechtes um Fristen oder um Stichtage, Altersstichtage, und die werden hier auch nicht problematisiert. Also ich kann nicht immer nur in die eine Richtung versuchen, immer alle Rechte in irgendeiner Weise schon vorher zu gewähren, aber gleichzeitig auch die Verantwortlichkeiten und die Pflichten dann zu vergessen. Also von daher ist das schon mal etwas, was miteinander auch gar nicht vereinbar ist, unabhängig davon, dass ich glaube, es auch absurd ist, wenn man von Kindern jetzt erwartet, dass sie zu politischen, komplexen Fragen Stellung nehmen, die zu erklären uns schon manchmal schwerfällt, Erwachsenen näher zu bringen. Ich glaube auch nicht, dass die Kinder in irgendeiner Weise in der Lage sein werden, sich dann auch in der notwendigen Weise dann zu den Wahlen zu melden. Das haben Sie ja so ein bisschen da in irgendeinem Verfahren angedeutet. Die sollen da vorstellig werden. Nun würde ich mich ja mal wirklich da mal hinsetzen wollen, wie dann der 8-Jährige oder 3-Jährige vorsprechen, um dann hier von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen zu können. Also wie gesagt, auch praktisch liegen dem, glaube ich, große Hürden davor. Warum Sie das in Stufen machen wollen, haben Sie ansatzweise erklärt. Letztendlich ist das aber auch unklar. Also wie gesagt, ich glaube, man muss sich mit der Sache auch nicht über Gebühr beschäftigen. Wir würden vermutlich dann auch zu einem Verstoß gegen das Grundgesetz kommen, weil es keine freien, gleichen und geheimen Wahlen mehr wären, weil wir haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen, sich dann zu den Wahlen zurückzumelden. Wir hätten eine irrsinnige Indoktrination, die wir in Schulen, wahrscheinlich dann noch in die Kindergärten hineintragen würden. Alles Dinge, die, glaube ich, nicht in der im Sinn des Erfinders sein können. Wir würden es auch lächerlich machen, unabhängig davon, dass es das weltweit auch nirgendwo in dieser Form gibt. Diese Drucksache hat nicht zufällig eine Schnapszahl, und damit will ich, glaube ich, auch alles dazu gesagt haben. Danke.